Servus Leute und willkommen zur 12. Folge mittlerweile von TownCraft Tutorial. So, wir haben den Wand of Lightning, very, very frightening, gebaut, den ich auch jedem empfehlen kann. Ja, wir erforschen gleich mal weiter. So, wechseln das mal wieder aus. Ach, die Googles of Revealing können wir eigentlich anlassen. Das pack ich mal erstmal hier weg. Brauche ich jetzt erstmal nicht. So, wir erforschen jetzt einfach mal was. Gucken mal was. Portable Hole hätte ich immer noch Bock, aber ich habe gerade zu wenig Eisen. Ja. Probieren wir es nochmal. Komm, Animus. Hier, Alienis. Ah, super. Passiert gar nichts. Geil. Voll verballert. Fett. So fängt's ja richtig gut an. So, Leder verbrauchen wir auch mal bitte nicht am Anfang, weil da haben wir gerade ein bisschen wenig von. Probieren wir mal Flint, da haben wir viel. Okay, Flint passt schon mal. Boah, komm, wie viel muss denn da rein? Was ist denn das jetzt schon wieder? Hoe of Growth, okay. Es gibt auch ein paar Zauber-Items, also im Prinzip eine Schaufel, eine Hoe und auch noch ein paar andere Sachen. Davon finde ich, ist eigentlich nur wirklich interessant die Axt. Die Axt ist nämlich ziemlich geil, aber wir forschen das jetzt einfach mal. Die Hoe of Growth, so warm ist hier. Hoe of Growth. Oh, da brauchen wir wieder einiges. So, wir brauchen Herba. Ich glaube, das war auch hier drin, genau. Kaktus. Aus dem Gedächtnis gewusst. Ja, so. Dann brauchen wir Instrumentum, haben wir. Dann brauchen wir Messis. Das ist, glaube ich, das hier. Genau, wunderbar. Boah, alles im Inventar hier. Läuft. So, und dann Victus. Wow. Dann muss ich nachgucken. Victus. Aber es war auch irgendwas. Brot zum Beispiel. Ach komm, Brot haben wir eh genug. Jetzt hole ich gleich nochmal Brot. Wunderbar. So, Hoe of Growth. So. It is time to test exactly how much magic Taumium can absorb. You have discovered a way of infusing a Taumium Hoe with nurturing and natural magic. Also was die eigentlich macht, soweit ich es verstanden habe, ist, dass die sofort alles, so. When used to till fields, it will, instead of just a single block, when used crops or other plants, will act as bone meal to promote its growth. Also im Prinzip könnt ihr damit Felder relativ schnell bestellen und ihr könnt die Sachen sofort wachsen lassen. Ja, das ist das, was die macht. Mehr macht die nicht. So, da ich hier auf einem Server spiele und nachher mit den Golems auch arbeite, ist es für mich jetzt erstmal nicht so interessant. Was hatten wir denn eigentlich drin? Mit was haben wir denn eigentlich angefangen? Machen wir nochmal Kohle. So, was haben wir? Wissen wir nicht. Oh, nee. Jetzt kommt noch nie. Nein. Auch nicht. Haben wir schon. Was kannst du noch? Auch nicht. Mossstone vielleicht. Auch nicht. Das Ding hier. Auch nicht. Oh, Mann. Fraktus vielleicht. Nein. Potentia, warum gibt es das? Haben wir schon geprüft oder was? Och, komm, Leute. Ah, okay. Wenigstens was. Und was waren? Arcane Pressure Plate. Okay, keine Ahnung. Noch nie gebaut. Arcane Pressure Plate. Oh, ich sehe schon wieder was. Ich sehe schon wieder was. Oh, nee. Oh, nein. Tutamin. So, wo habe ich denn meine Rüstungen reingehauen? Habe ich die hier reingehauen? Nein.
Oh, fuck this. Naja, ich habe ja noch mein Gold-Ding da. In der Hoffnung. Okay. Haben wir noch eine? Fuck this. So, Iron hier, Iron da. Hose. Hose. So, muss reichen. Ja, wenigstens was. So, die ganzen Hosen mal wieder zurück hier. Was brauchen wir noch? Machina. Was war denn das nochmal? Mechanism Machine Redstone. Diese Wasps geben wir eigentlich auch mal zurück. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Ich hätte es echt mal sortieren sollen. Das wäre echt von Vorteil gewesen. Warded Stone. Aha. Achso, das ist hier das Ober... es gibt so Oberthemen. Das sieht man auch in der Wiki. Ist ja uninteressant. Völlig egal. So, und wir brauchen Imperito. War Imperito nicht das hier zum Beispiel? Ja. Boah, bin ich klug, Leute. Bin ich klug. Weil ich gedacht habe, hier Control und dann hier Schalter. Ah, toll. Begeistert. Warded Stone, Glass and Doors have been a great success and you think you should see what else can be taught to recognize you. Pressure Plate. Pressure Plate könnt ihr ja verwenden, zum Beispiel um Türen auf und zu machen, wenn ihr drüber lauft, und anscheinend erkennt die nur euch. Was ja mal nicht so schlecht ist. So, ich nehme kurz mal hier mein Ding weg. So, weiter. Jetzt müssten wir wieder was für die Golems bekommen, glaube ich. Oh, nee, nicht schon wieder. Verdammt. Ach. Ah, okay, da haben wir was gefunden. Und unseren ganzen Clay da buttern wir da rein. Schön. Axe of the Stream. Okay, das ist cool. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist die Axt, von der ich vorhin gesprochen habe. Die sehr, sehr geil ist. Und zwar kann die... Kaktus kann das auch. Können wir den gerade nochmal verbrauchen hier. Und zwar kann die Bäume in Sekundenschnelle abbauen. Das ist richtig cool. Bis auf die großen Jungle-Bäume leider. Das funktioniert nicht. Ich hoffe, dass die das irgendwann mal nachpatchen. Wir brauchen noch Instrumentum gerade. Ein bisschen Flint. Und zwar könnt ihr die wirklich innerhalb von Sekunden dann abbauen. So riesenfette Bäume. Das ist schon ziemlich geil. So, wir brauchen Flint-Nachschub. Haben wir hier noch Flint? Was könnt ihr eigentlich? Nehme ich mal mit. Brauche ich davon was? Nee. Ich brauche Flint. 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 So. Ups. Leider geht es, wie gesagt, nicht auf den fetten Bäumen da. Aber wenn ihr nachher mit UU Meta arbeitet, ist sowieso Rubber kein Thema mehr. Vorher ist Rubber ein bisschen schwierig. So, was brauchen wir noch? Lignum. Lignum ist irgendwas mit Baum. Wood Forest Tree. So, Lock, Crafting Table, Piston, Wood Door, Amber, Sampling. Sapling. Saplings. Saplings haben wir doch. Genau, hier kommen. Die brauchen wir alle nicht. Voll rein damit. Bam, bam. Da. Push, 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 push. Bam. So. Die bauen wir uns auch, weil die macht Spaß. It is time to test exactly how much magic Tomium can absorb. You have discovered a way of fusing a Tomium Axe with the element of water. Bam. So. Gucken wir mal gerade. Wir brauchen eine Tomium Axe und ein Wand of Frost. Okay, das ist jetzt ein bisschen umfangreich. Umfangreicher. So, warum kann ich die Tomium Axe nicht anklicken? Finde ich uncool. Gut, brauche ich die Wiki. Taumium Axe. So. Die Wiki sagt, dass wir dafür drei Taumiums brauchen. Und zwei Sticks.
So. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir Taumium her? Müssen wir auch gerade mal gucken. Weil das müssen wir nämlich, können wir nicht einfach so craften. Sondern wir müssen es im Kessel braten. Crafting, so. Wir brauchen 8 Metall und 4 von dem Zauberkram. Ugh, und dafür brauchen wir Enderpearls. Gut. Upsi. So, hier oben müsste ein bisschen Iron da sein. Ja, wunderbar. Ach, schon wieder mein Inventar nicht leer gemacht. So. Wunderbar. Jetzt machen, was machen wir jetzt noch kurz? Ach, scheiß drauf. So, stellen wir gleich mal ein bisschen was an Taumium her. Und wir brauchen dafür dann auch noch Silber. Also irgendwas, was metallisch ist. Und ich verbrate ja hier mein schönes Silber. So. Das kann man zurück. Komm, wir müssen jetzt einfach mal Platz schaffen. Hilft ja nichts. Ah, hier ist alles voll. Weg. So, ich brauche Silber. So, jetzt schmeißen wir mal hier eine ganze Kanüle rein. Ach, kein Wasser. Och, läuft nicht, Leute. Läuft überhaupt nicht. So. Jetzt. Wir brauchen 8 für ein... Für ein Taumium brauchen wir, und wir brauchen dann einen Zauberstab, müssen wir gleich noch holen, brauchen wir 8 Metall und 4 von diesem Precantio. So, das heißt, wenn ich sage, wir machen mal, wie viele von der Axtdinger brauchen wir? Was brauchen wir da? 3 Stück. Das heißt, wir machen mal 9 Stück. Jetzt muss ich rechnen hier. Das heißt, wir brauchen 72 Metall. Und 36 Precantio. So, 36 Stück. Das heißt, das sind hier, die Enderpearl hat, meine ich, gehabt nur 4. Das heißt, wir brauchen tatsächlich auch nur 9 Enderpearls. 1, 2, 3, 4. Ach, ich hätte ja gar nicht rechnen müssen. Stimmt, wir haben ja die Goggles. So, jetzt brauche ich 72. Tja, hätten wir nicht rechnen müssen. Haben wir ja die Goggles, ganz vergessen. So, Zauberstab. Und eine Runde zaubern. Kaboom! Minus 5%, was steht denn da? Minus 5%, na egal. So, wir haben 9 Taumiums. Wunderbar, perfekt. So, den bauen wir jetzt hier wieder ein. Wir brauchen jetzt aber die Taumium-Axt. Dafür brauche ich noch 2 Sticks. Sticks habe ich irgendwo, das weiß ich. Aufräumen, so, mal Sticks. Kleine Sticks. Hier haben wir Sticks. So, was brauchen wir? 2 Stück. Und 3 Taumium. Den Rest packen wir mal zurück. Das ist einfach nur ein bisschen nervig, das zu craften, das Taumium. Deswegen verschwende ich das auch ungern. So, 1, 2, 3. So, Taumium X. Ah, das kann ich so craften. Okay, wunderbar. So, jetzt brauche ich einen, meine ich, gelesen zu haben, gerade eben. Irgendwo, war das hier? Ein Wand of Frost. Okay, das heißt, wir brauchen wieder Blau und einen Zauberstab. Haben wir überhaupt noch einen Zauberstab? Ja, wunderbar. Brauchen wir Blau. 1, 2, 3. Ja. Zauberstab. 1, 2, 3. Gelum, das war Eis. Telum war Kaktus, glaube ich. Also wir brauchen mal wieder Schneebälle. Eier. 4 Schneebälle. Mal mit, reicht aber nicht ganz. Wir brauchen Kaktus. Ha. Haben wir keinen Kaktus mehr und haben wir keine Schneebälle mehr.
Tatsächlich, wir haben beides nicht mehr. Echt jetzt? Och. Na gut. Ich glaube, beides kann man aus Yu-Yu-Meta machen. Was kann man eigentlich nicht aus Yu-Yu-Meta machen? Es gibt doch, es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht aus Yu-Yu-Meta machen. Das ist eigentlich sehr schade. So, nehmen wir mal ein bisschen was mit hier. So, also Kaktus weiß ich auf jeden Fall. Das geht, meine ich. Hoffe ich. Kaktus, jawohl. So, was brauchen wir noch? Schnee. Gunpowder geht auch, okay. Wolle. Ist leider ein bisschen was kaputt gegangen. Sticky Resin, Netherrack, Vines, Sugarcane, Bone. Hier ist Flint, okay. Schnee. Ah, hier ist Schnee. So. Ja, okay, das reicht. Wunderbar. Oh, die Kiste müssen wir bald mal leeren. Bisschen Iron wieder produzieren, aber das mache ich offline. Also off-record eigentlich. So, haben wir hier Wasser drin? Natürlich nicht. War klar. Es empfiehlt sich wirklich, so eine Wasserquelle hier einfach zu installieren. Man braucht es andauernd. So, Wand of Frost. 16 von denen und 4 Telum. Wählen wir die Googles of Revealing an. So. Und Kaktus, was hatte ich gesagt? 4, ne? Oh, das reicht schon, oder? Ne, achso, ich brauche dieses rote Ding da. 4 von dem roten, 16 von dem anderen. Wunderbar. Das müsste reichen für den Wand of Frost. Wunderbar. So, und jetzt war das irgendwie so. Nee, so war das. Genau. Jetzt brauchen wir Motus. Gucken wir mal, oder was wir hier irgendwo haben. Auch einen Baum haben wir nicht. Gar nicht. Was kann das Ding denn da? Den brauchen wir auch nichts. Will mir gar nichts. Okay, Kaktus, davon brauchen wir 8. Was war Kaktus? Wasser. 16. Ja, wir brauchen natürlich auch wieder Wasser. So. Das müssen wir gleich suchen. So, komm, fang an zu blubbern. Hopp, 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 hopp. So, 16 hat man gesagt von dem Wasser. Gut. Instrumentum, das war Flint. 16 Instrumentum. Da muss ich 16 reinwerfen, okay. Instrumentum, so. Was haben wir noch? Lignum. Und Motus. Was war denn Motus nochmal? Okay, muss ich gerade mal nachgucken. So, Motus. Ein Boot, Piston, Dobbs, Iron Door, Sticky Pistons, Rubber. Rubber. Na? Ja, tatsächlich. Wir brauchen 8. Wir brauchen 8. Wir brauchen 8. So. Da. 2, 4, 6, 8. So, und dann brauchen wir noch. Was war das letzte? Jetzt habe ich vergessen. Lignum. Da kann man, glaube ich, jede Art von Holz nehmen. Wir könnten auch, ich glaube, ich habe noch so 1000 Buttons, die auch verbraucht werden müssen. Keine so gebraucht. Habe ich die mitgenommen? Was könnt ihr denn? Achso. Gucken wir gerade mal, wie hier sind. Da sind Buttons, die können mal weg. Braucht keine Socke mehr. Fans, glaube ich, geht auch, oder? Ja, wunderbar. Jetzt pumpen wir jetzt erstmal weg hier. Weiß einer noch, wie viel wir da gebraucht haben? Mann, 8 Stück. Es könnte sein, dass der Button dafür nicht gilt.
Weil es müsste wahrscheinlich ein Holzbutton sein. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, damit reichen. Bam! So, wir haben jetzt leider kein Inventar mehr. Die Buttons jetzt gerade mal hier leiden. Packen wir mal gerade zurück. Hier ein bisschen, das brauchen wir nicht ganz so viel. Das auch nicht. Das auch nicht. Da passt nichts mehr rein. Das hier weg, das hier weg. Das hier weg. So. Dann holen wir gleich nochmal Wasser. Nehmen die Buttons hier nochmal mit. So. Und jetzt zeige ich euch noch, wie die Axe funktioniert. Und zwar gibt es hier mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Ja, es gibt einmal Rechtsklick, einmal Linksklick und es gibt einmal Doppelklick. Also links und rechts gleichzeitig drücken. So. Also zeigen wir mal, wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal den hier, der müsste funktionieren. So, das ist nämlich, glaube ich, normaler Jungle. Gut, genau. Also ihr stellt euch ganz unten hin. So, und könnt also entweder mit einmal abbauen, mit linker Maustaste. Ja, das wird dann mit der Zeit immer schneller, immer schneller. Und ihr seht schon, hier passiert jetzt momentan nichts. Aber der Baum senkt sich. So, da kommt also jede Menge Holz. Wir haben jetzt mittlerweile 24 Holz eingesammelt. So, das geht mit rechter Maustaste, glaube ich, einfach schneller. Ja. So, wir haben jetzt 50, 52, 55. Und wenn ich rechte und linke Maustaste zusammen drücke, dann ist Monster Speed. So, bleiben einfach da mal ein bisschen drauf. Tick, 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 tick. Und Baum abgebaut. Komplett. Ja, also wir haben jetzt über einen Stack gerade kreiert. Die Axe nimmt natürlich dadurch auch mehr Schaden, umso schneller ihr irgendwas abbaut, umso schneller nimmt sie Schaden. Aber so könnt ihr ganz schnell ganz viel Holz abbauen. Ja, ich zeige das nochmal bei einem größeren Baum. Ja, macht das jetzt hier also nur noch mit Doppelklick. So, und los geht's. Wir hatten ungefähr 60 und 50 bis jetzt im Inventar. Also knapp bei 110. Oh, ich habe jetzt beide Maustasten gedrückt übrigens. Ja. Man sieht schon, hier fliegt viel herum. Fertig. Der ganze Baum weg. Das sind jetzt über 2 Stacks gewesen, die wir jetzt abgeholzt haben. Und das innerhalb von, naja, 20 Sekunden vielleicht. Also das ist richtig geil, diese Axt. Ja, für Holz und so weiter ist das lohnt sich das richtig. Also das kann ich echt empfehlen. Das ist... Geilo. Ja, Leute, mit der Taumium Axe beende ich jetzt das Video. Ich gucke gerade nochmal auf die Zeit. Aber haben wir eh schon maßlos überzogen von meinen geplanten 10 Minuten. Aber ich wollte es jetzt gerade noch fertig kriegen. War jetzt schon ein bisschen umfangreicheres Crafting, muss man dazu sagen. Aber das ist halt nun mal so. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute.